Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, vom Bostalsee, von der Seezeit Lodge. Schaut mal, was wir hier für einen tollen Ausblick haben. Lass ich euch mal dran teilhaben. Ups. Gute Kameraführung, gell? Da darf ich noch dran üben. Ja. Wir haben hier ein ganz tolles Frühstück gerade genossen, ne? Jetzt genießen wir hier draußen noch einen leckeren Kaffee, Oh, es tropft schon. bevor es in den Spa-Bereich geht. Es fängt an zu tropfen. Müssen wir jetzt hier noch unter Deck gehen. Dann nehme ich dich doch einfach mal mit. Nimmst du mir den Kaffee mit? So, jetzt nehme ich dich einfach mit ins Trockene. Wir wollten ja eh in den Spa-Bereich, ne? Geh jetzt einfach mal hier hin unters Dach. Ja, was wollte ich mit dir teilen? Als wir heute Morgen losgefahren sind hierher, da standen so, es war früh, wir haben noch ein Auto in die Werkstatt gebracht und sind dann mit dem anderen weitergefahren. Wie viel Uhr war es? 6:30 oder so, genau. Da standen so die ersten Kinder schon an der Bushaltestelle. Und ich bin ein bisschen erschrocken, als ich da so in die Gesichter geschaut habe. Ich weiß nicht, es waren Jugendliche, es waren aber auch kleinere, also was heißt kleinere Kinder, schon Schulkinder. Aber als ich so in die Gesichter geschaut habe, von 10, 12, 15-Jährigen, bin ich so ein bisschen erschrocken zu sehen, und das war ja jetzt nur im Vorbeifahren mit dem Auto, in welch leere Gesichter, in welch leere Augen ich da schaue. Und das hat mich so ein bisschen erschrocken. Und deshalb wollte ich das jetzt hier auch mal nochmal mit dir teilen und hier ansprechen. Fang noch mal an zu träumen. Schau mal, das sind alles Kinder, die ich heute Morgen gesehen habe, die ja mal genau wie du, wie ich, wie wir alle mal auf die Welt gekommen sind. Und wir wollten alle ganz Großes erreichen. Wir wollten unsere Träume leben. Wir wollten die Welt entdecken. Und das ist mir heute Morgen nochmal bewusst geworden, wie schnell unser System, in dem wir uns gerade befinden, es geschafft hat, uns unsere Träume hat vergessen lassen. Und dabei ist alles, alles möglich. Sobald du wieder anfängst, dir zu erlauben, groß zu denken, groß zu träumen, sobald du auch anfängst, radikal ehrlich zu dir zu sein und dir nicht irgendwas vorgaukelst, dass dir dies oder jenes doch Spaß macht oder in die Richtung denkst, naja, da draußen, das sind Dinge, die ich lange gemacht habe, da draußen gibt es ja viel, viel Menschen, denen geht es noch viel schlechter als mir. Damit habe ich mich jahrelang getröstet. Damit gaukelt man sich letzten Endes nur selbst etwas vor. Und indem man Mitleid hat mit Menschen da draußen, denen es schlechter geht als einem selbst, kann man denen auch nicht helfen. Es ist niemandem geholfen, weder einem selbst, also dir, noch den anderen. Aber wenn du beginnst, deine Träume zu leben und beginnst, Spuren hier in der Richtung auf der Welt zu hinterlassen, also die Welt zu einem besseren Ort zu machen, und da brauchst du nun mal eben auch finanzielle Mittel, dann kannst du die Menschen und Projekte und sowas da draußen unterstützen. Also, dass man noch so nebenbei bemerkt zu dem Thema, Geld ist nicht wichtig oder ich brauche das nicht. Geld ist einfach in der Richtung Mittel zum Zweck. Und ich habe mich ja früher auch immer mit vielem getröstet, ich brauche das nicht und ist nicht notwendig und. Und wir gehen eigentlich schon jahrelang regelmäßig in die Sauna, ne? So einmal im Monat, so einen Tag. Früher, als die Kinder noch klein waren, war es ein Vormittag, weil ab 12 Uhr etwa mussten wir zu Hause sein zum Kochen und so. Und als die dann später in die weiterführenden Schulen sind und dann auch selbstständiger waren, haben wir uns dann einen Tag gegönnt. Und jetzt haben wir hier, Ende letzten Jahres war das, ne, hier die Seezeit Lodge entdeckt und haben die jetzt einfach zu unserem Wohlfühlort hier gemacht, ne, weil es ist einfach hier nochmal was anderes, ob man einfach in eine Therme geht,
wo man sich den ganzen Tag kann gut gehen lassen, Handtuch, Badetücher und alles mitschleppt, abends heimkommen, die Waschmaschine als erstes mal nochmal stopft und wäscht, oder ob du irgendwo hingehst, wo du einfach den Tag ganz gemütlich beginnst mit einem leckeren Frühstück, was einem leid tut, wenn man gesättigt ist, genau. Und dann anschließend in den Spa-Bereich bekleidet wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da alles zur Verfügung gestellt bekommt. Bademantel, Schuhe, Handtücher, frisch gepresste Säfte, Smoothies, Wasser. Ne? Und man schleppt nichts mit, man ist einfach da. Und auch vom Publikum eine andere Energie. Ja, das auch. Also es herrscht schon eine ganz, ganz andere Energie hier. Und das ist einfach nochmal ein anderer Wohlfühleffekt für Körper, für Geist und für Seele. Und das sind Dinge, hätten wir die vor ein paar Jahren noch für möglich gehalten? Was? Habe ich was gesagt? Nee, hätten wir nicht. Und das sind so Dinge, das ist alles auch für dich möglich, wenn du wieder beginnst, dich damit zu beschäftigen, wie dein ideales Leben ausschaut. Und dich dann in die Richtung begebst. Wie sagst du immer so schön? Der Weg ist das Ziel. Du musst noch nicht wissen, wie das alles funktioniert, aber... Ich habe es auch nicht gewusst. Der Grund steht hier neben mir. Meine zweite Hebamme. Danke. Also, du, auch du als Frau, was ich ja auch immer predige, du darfst vorgehen. Stimmt's? Und die Männer, die sind dann mit dabei im Boot. Also, hab noch einen wunderschönen Tag. Meine Inspiration für heute. Bis dahin. Tschüss.